Hallo und herzlich willkommen. Da fangen Sie wieder an zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey. Oh, da habe ich jetzt fast mit gerechnet. Schön, dich lebend und gesund zu sehen, Phidias. Wie auch dich, Teras. Wie du siehst, komme ich nicht allein. Ah ja, der gütige Held, den du in deinem Brief erwähntest. Ich bin froh, dass ich ihn retten konnte. Und für diese Heldentat habe ich einige Informationen zu einem gewissen Brison, der Phidias vorzeitiges Ableben plante. Hoffentlich kannst du damit etwas anfangen. Bestimmt. Kann ich. Bitte richte Perikles meinen Dank und meine Grüße aus. Und sei vorsichtig. Ich glaube, es schweben noch mehr Athener in Gefahr. Entschuldigung. Boah, ich muss schon wieder abreden. Ich schwöre bei meinem Leben und bei dem derer, die ich töten werde, dass ich den Kosmos nicht nochmal enttäusche. Der junge Bursche. Aha. Das Verfolgen. Warte mal. Wo ist er denn? Da unten. Details. Wie es bei jungen Männern, die zu hübsch, zu reich oder beides sind, stets der Fall war, lebt Brison als Schwächling, der sich zu leicht von anderen ausbeuten ließ. Im Kult sei eine Möglichkeit, dies zu ändern. Er würde stark, gefürchtet und geachtet werden. Im Gegenzug schwor er dem Kosmos, jeden zu foltern und umzubringen, der sich dem Kult entgegenstellte. Sehr schön. So. Das ist der Raubtierschuss. Das ist der Verwüsterschuss. Erfordert Speerstufe 5, die haben wir noch nicht. Speerstufe 3? Oh. Ach so, wir müssen... Entschuldigung. Wir müssen den Speer upgraden. Jetzt können wir aber das hier machen. Das ist zum Beispiel, verschieße einen Geisterpfeil, der 260% Jägerschaden anrichtet und Schilde und Gegner und sogar Mauern durchdringt. Ich glaube, da brauche ich einen Jägerbogen für. Was ist das? Mhm. Und was ist das? Außerhalb von... Wenn du dich bewegst, kann man dich nicht sehen. Adrenalin wird mit der Zeit schnell verbraucht. Gut. Sollte ich das machen? Was ist das hier? Erfasse 4 Gegner gleichzeitig. 3 Pfeile. Ich habe aber immer nur... Muss man da den... Ich mach das mal gucken. Seht ihr? Und ich muss ihm eine Fähigkeit zuweisen. X. So. Inventar. Materialmangel. Aber extrem. Ach, das kann ich ja nicht kaputt machen. Leider. Attika-Bogen. Jägerschaden. Ja, könnte ich bei meinem bleiben. Materialmangel. Begründeter. So, wo sind wir denn jetzt hier? Die gucken wir uns doch gleich mal. Größer kann ich das nicht machen. Genauer an die Insel. Da oben ist so ein Ding. Das machen wir mal und dann machen wir die Insel jetzt fertig. Basta. Die ist ja nicht so riesig. Hier gibt es noch kleine Missionen. Da fülle ich mir meine Questliste voll. Die ist noch nicht lang genug. Oh, die hohe See. Gut. Ich glaube, die haben wir ja schon von woanders her. Die mache ich jetzt nicht. Ist auch vielleicht nachher was für ein Schluss. Also wenn das Spiel vorbei ist. Der Tempel der Athena. Da will ich hoch. Entschuldigung. Passiert. Ich bin ein kleiner Tollpatsch. Nein, ich klaue nicht vorsätzlich, sondern ständig. Eine Synchronisation. Will nur gucken, ob hier ein Schätzchen ist.
Hier ist aber nichts weiter, ne? Nein, hier ist nur ein Hündchen. Ein Holztempel. Na, von denen ist ganz sicher nichts übrig geblieben. So, dann haben wir den Ort schon mal synchronisiert und dann geht es locker flockig weiter. Hier können wir uns noch ein bisschen Material verdienen und die wunderschöne Insel anschauen. Tempel der Athena. Und Sprung in die Blütenblätter. So. Ich habe eigentlich nach hinten gedrückt, der springt nach vorne raus. Genial. So, wartet mal. So, was haben wir denn hier? Das haben wir gemacht. Hier haben wir, wie man Freunde findet. Pirateninsel. Unentdeckter Ort. Ein Herz aus Stein. Wir haben hier schon ein paar Quests. Jetzt werde ich... Ich werde mal noch die Runde um die Insel machen, nehme ich mal an. Wo haben wir... Da haben wir... Vermute ich mal eine Höhle oder sowas. Ja. Verlassene Minen. Was da wohl wieder auf uns wartet. Der Tod. Gut, gestorben bin ich hier noch nicht so oft, aber ich spiele ja auch auf Baby leicht. Sonst wäre ich schon etwas eher abgelebt. Oder häufiger. Zeno findet den Schatz nicht. Das kann doch nicht so tief sein. Da, nein. Der ist hier irgendwo. Da, jetzt haben wir ihn. Gut. Ich denke mal, dass er das ist, aber der... Halt! Ich muss das jetzt wirklich mitnehmen. Ich habe ganz wenig davon. Und wir brauchen das zum Skillen. Es geht nicht anders. Ah, komm dich da ran. So. Ich mache euch auch eine Fackel an. So. Von Fackelmann. Das Höhlendesign ist auch immer gleich. Mensch, was werden andere Spiele für sowas kritisiert? Hier habe ich noch sowas, gar keine Kritik, was das betrifft, drüber gelesen. Es wurde nur geschrieben, die Grafik ist nicht so schön wie bei Shadow of the Tomb Raider. Naja, okay. Da kann ich aber auch, da gibt's... Oh, da gibt's Schlangen. Da, Schlange, hast was? Schmeckt's? Nö, na gut. Weiches Leder ist immer schön. Oh. Eroberungsbrustplatte. Hand eines Unbekannten. Geil. Hand eines Unbekannten. Oh. Ah. Mann. Mann, Mann, Mann. Hier ist noch eine, glaube ich. Hier ist ein... Spring hoch! Oh, getroffen. Was ist das denn hier? Oh. Mann! Sind aber... Oh, ich muss doch mal wenigstens zielen dürfen. Oh, ich bin gleich tot. Ich habe keinen... Warum geht denn der einfach weg? Der Punkt war weg? Was ist denn das hier? Mehr Schlangen. Hier kann man hochklettern. Ach, hier geht's raus. Oh, geh doch mal. Bleib doch nicht immer stehen. Oh. Gib mir meine Fackel.
So, dann gucken wir mal weiter. Jetzt. Ich war doch eben noch. Da muss ich die Runde nehmen. Dann war das doch ein etwas weiterer Gang gewesen. Halt. Dich habe ich auch gesehen. Ach nee, hier werde ich bloß unsichtbar. Ich sehe schon überall die Eisen. Eine Lagune. Waldhütte. Ist ein Hai. Gut. Eine Waldhütte. Wo man nicht reinkommen. Doch. Hallo Hai, ich komme. Was dieser Tag wohl bringen wird. Tauchen wir mal auf, holen ein bisschen Luft. Und runter zum Schatz. Oh. Ist hier irgendwo eine Höhle? Ich muss den Eingang finden. Hier ist aber kein Eingang. Oh. Hier ist der Hai. Wir holen mal wieder Luft. Oh, doch nicht gleich so doll. Das ist ja ein Ding. Eine Unterwasserhöhle. Was sagt denn Ikaros dazu? Der fliegt erstmal in die andere Richtung. Er sagt gar nichts. Das ist, interessiert mich aber jetzt nicht wirklich. Flieg mal da lang. Hier ist nichts, das ist alles hinter uns. Hier ist ein untergegangenes Schiff. Nee, ich dachte, dass man jetzt hier irgendwie... Ist da was? Aber da war ich doch. Seltsam. Vor allen Dingen, wovon hat der Hai hier gelebt? Mach doch nicht so tief. Och, das Loch habe ich nicht gesehen. Wo ist jetzt der Schatz?
Bildschirm aber erstmal nach oben. Ah, alles klar. Komm nach oben. Ach, scheiße, was mache ich denn? Ich habe mich verdrückt. Ich wollte den machen. So. Erstmal Luft holen. Jetzt wissen wir ja, wo wir landen müssen. Und runter. Und dann, ja, man sieht das ja schlecht. Hier ist sie. Hier ist sie. Was ist das hier? Hier wäre auch noch ein Weg. Aha. Seht ihr? Nee, der ist ja auch in der Lagune. Den habe ich nicht gesehen. So verschieden ist das manchmal. So, wollen wir mal gucken. Dann haben wir das ja doch noch erledigt. Dann haben wir ja hier, wie man Freunde findet. Dann gucken wir gleich mal. Was haben wir denn da? Da ist einer. Oh. Was macht ein Mädchen in einer Tongrube? Oh, ein Söldner. Hallo, Söldner. Ich bereite hier nur etwas für meine Freunde vor. Ich war schon den ganzen Tag hier, aber ich brauche noch mehr Ton. Ich brauche nämlich genug für alle. Was du für deine Freunde machst, ist sehr nett. Sie werden sich sicher sehr freuen. Wirklich? Meinst du? Weil eigentlich wollte ich ihnen etwas anderes geben. Du bist sehr großzügig. Was willst du ihnen denn geben? Ich schenke ihnen schicke Schmutzstücke. Du meinst Schmuckstücke? Hab ich doch gesagt. Ehrlich gesagt, siehst du nicht aus, als könntest du dir das leisten. Ich weiß. Deshalb wollte ich glänzende Steine aus den verlassenen Minen holen und ein paar Perlen aus der Lagune. Aber ich brauche schon den ganzen Tag für den Ton und die verlassenen Minen sind ziemlich gruselig. Kannst du mir helfen, Geschenke für meine Freunde zu machen? Da waren wir doch drin. Sie würden sich freuen und dann freue ich mich. Bitte, ich mach dir auch Schmutzstücke, wenn du mir hilfst. Gerne doch, junge Dame. Ich besorge dir die schönsten Perlen und glänzende Steine. Und gegen ein paar Schmutzstücke hätte ich auch nichts. Ja, danke. Du bist sehr nett für eine so große, unheimliche Person. Die Perlen, von denen du sprachst, wo kann ich sie finden? Nördlich der Tongruben. In der Lagune. Die liegen einfach so im Wasser rum, aber da sind auch ein paar große Haie. Sei bloß vorsichtig. Wo sind diese verlassenen Minen mit den glänzenden Steinen? Die Mine ist auf der Wiese, westlich vom Tempel. Da war ich sehe, was ich finden kann. Wo sind deine Freunde? Die kommen bestimmt bald. Nicht mehr lange. Lauter Kleine, ich kann dich nicht hören. Ach, egal. Ich stell sie dir später vor. Also gut, mehr muss ich nicht wissen. Wir sehen uns später. Ich müsste hier bald fertig sein. Triff mich an der Klippe über der Lagune, ja? Dann stelle ich dir meine Freunde vor. Danke, Söldner. Das muss die Lagune mit den Perlen sein. Ja, wo wir eben gerade waren. Und der Hai ist schon tot. Das ist die Lagune, von der das Mädchen sprach. Soll ich da runter und nochmal was suchen? Ich war doch da schon unten und hab gesucht. Da liegt der Hai. Aber das muss hier irgendwo sein. Gut. Gehen wir erstmal nach unten.
frischer Fisch. Geil. Warum steht jetzt hier 185 Meter? Warum hänge ich denn jetzt hier? Ach so, das ist der zweite. Dann müssen wir mal den Quergang suchen. Der war hier irgendwo. Das sind genug Perlen. Wie schön, du sprechen kannst unter Wasser. Kann auch nicht jeder. Muss ich dahin wieder zurück? Bisschen komisch. Vor allen Dingen, wo wir doch da drinnen waren, da hätte man doch... Ah, die Minen. Dort gibt es die glänzenden Steine. Und da gibt es ein Wildschwein. Ja. Wie gesagt, in so einer Situation fühle ich mich mit Maus und Tastatur besser. Aber bei allem anderen fühle ich mich mit dem Controller deutlich besser. Ah nee, ich dachte schon. Waren die nicht hier? Die Geräusche. Doch, ist richtig. Die verlassenen Minen mit dem glänzenden Stein. So, dann machen wir mal. Wir machen mal Licht. Was das jetzt ist, ich bin mal gespannt. Was ist das sein? Oh. Ja, gut. Nein, das zählt nicht. Trotzdem gerne mit. Ah, da ist wieder eine. Ich habe mich vorhin doch nicht verhört. Wo soll das jetzt sein? Da oben? Meinst du die? Nein, die meint sie. Sowas muss ich finden, okay. Ich habe hier schon im Schatten der Schlange springen sehen, die gar nicht da war. Ist aber nur so ein Zeug. Ah, ich drück doch nach unten. Dann geh doch einfach runter und nicht weiter nach oben. Weil du nicht weißt, was ich meine. Wo sind denn... Nein, hier ist nichts mehr. Müssen wir noch finden. Da ist der letzte. Ich habe Perlen und glänzende Steine. Jetzt zurück zu dem kleinen Mädchen.
Trotzdem nicht. Ich bin da sehr misstrauisch. Vielleicht ist es ja unbegründet. Ich hoffe. So, es kann übrigens sein, dass Herr Kedos sich meldet und dann ist schnell Feierabend. Da muss ich mal Stopp machen, dann wollen wir ein bisschen was machen. Aber ich weiß es nicht. Es ist immer bei ihm von der Arbeit abhängig. Und ob seine Freundin schläft. Aber jetzt, wo ist denn das Mädchen mit denen? Wo ist denn das? Muss ich ihn das jetzt hinbringen? Unentdeckter Ort, ein Herz aus Stein? Nein. Da hinten? Das schaffe ich nicht mehr in dieser Folge. Das schaffe ich nicht mehr. Wir sind ja schon bei 25 Minuten. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Lassen wir mal zur Luft kommen. Tschüss!